Moin Leute, was geht ab? Blutzeiger am Start. Und in diesem Video geht es mal kurz, da ich nicht so viel Zeit habe, mache ich jetzt so ein Video um Steven Feldmann. Ja, Steven Feldmann, wer ihn nicht kennt, das ist dieser Neonazi, der besonders jetzt äh, durch Charo sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gewonnen hat und jetzt äh, in aller Munde ist. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, inwiefern man einfach, sage ich mal, so ein Typen äh, mit dem Gedankengut halt einfach verharmlost, der zum Beispiel irgendwie äh, alle Ausländer rausschmeißen will oder irgendwie so und besonders auch, sag ich mal, zum Beispiel Vermischung zwischen anderen Ethnien, anderen Völkern ähm, nicht befürwortet, irgendwie solche Sachen. Sehr, sehr krankes Gedankengut, wie so ein Typ halt verharmlost wird. Zum Beispiel habe ich jetzt hier einfach einen TikTok-Stream äh, von ihm rausgefunden. <laughs> ja, ähm, und hier zum Beispiel, ja. Seht ihr, dass Leute zum Beispiel ihn bei TikTok sehr, sehr stark zuschauen, also mittlerweile ist er ja auch in einer Munde auf TikTok, hat zum Beispiel sehr sehr viele, sehr, sehr viele sehr sehr viele, Leute, die ihm folgen, sehr, sehr viele Live-Viewer und dann seht ihr auch zum Beispiel solche Kommentare, wie zum Beispiel hier, unterstütze deine Ansichten teils nicht, aber finde dich dennoch sympathisch, also halt, dass halt Leute sich halt blenden lassen, wisst ihr, wie ich meine, also, dass Leute hier zum Beispiel auch hier schreiben, stabiler Kerl, ehrlich, Respekt. Stabiler Typ, der Steven. Stabiler De De Deutscher mit, mit Identität und halt solche Sachen. Okay, hier, Bester Mann, Steven, hoffe, es werden mehr, mehr Leute <laughs> rechts. What the fuck? Ja, hier sieht man aber zumindest auch ähm, einfach ähm, normale äh, Kommentare, ne? Wie zum Beispiel größter Fehler, ihm eine Plattform zu geben. Und das Ding ist halt einfach, dass Leute halt einfach ihm halt eine Plattform geben und ihn halt groß machen, obwohl er halt Ansichten hat, die man halt nicht vertreten sollte. Ne? Und das macht es dann auch nicht besser, dass er dann irgendwie sympathisch ist oder sympathisch rüberkommt. Ich meine, keine Ahnung, mit Sympathie kannst du dir halt am Ende des Tages halt nichts erkaufen, wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt das Ding. Bei Leuten, die halt keine Ahnung, nichts Interessantes zu bieten haben oder vielleicht auch nicht wirklich viel zu sagen haben, die kommen dann immer mit der Sympathieschiene. Ne? Und da gibt es dann halt immer diese Kommentare, ja. Feier dich nicht so, deine Ansicht nicht, aber ey, du bist ein korrekter Typ oder so. Ja, ähm, jetzt mal ganz salopp gesagt, keine Ahnung. Das ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber zum Beispiel Adolf Hitler hat sich auch mit äh, Hunden oder so immer ablichten lassen. Hat ihn trotzdem nicht, äh, macht ihn trotzdem nicht zum guten Menschen oder irgendwie zum Tierfreund, ja. Jetzt schauen wir mal hier weiter. Ja, mittlerweile ist er jetzt schon bei, bei Bösemann zum Beispiel. Und das Ding bei Leuten wie Steven ist halt, ähm, zumindest, dass sie, ähm, dass sie sich auch offen erkennen. Äh, zu erkennen geben, Es gibt ja auch Leute, wie das zum Beispiel, die auch extremistisch sind, ne, die auch zum Beispiel, sage ich mal, ähm, extremistisch unterwegs sind und die das eher unterschwellig machen, wie zum Beispiel Aktuarium oder so, ne, der da, der das irgendwie so, äh, ja, als sich so mal als sympathischen Typen äh, verkauft. Und hier seht ihr auch, dass einfach äh, ganz normal mit ihm ein Interview gedreht wird. Ja, es wird einfach mit ihm gechillt, ja, einfach, einfach ganz normal. Und, ähm, ja, man hinterfragt das Ganze auch nicht wirklich so, gibt den Mann eine Plattform, verlinkt sogar sein Instagram. Ja, Leute, man verlinkt sogar sein Instagram-Account. Mittlerweile, ähm, hier seht ihr sein Instagram, ich folge ihn jetzt nicht. Äh, nüchtern bis zum Endsieg, Justizvollzugsinfluencer, äh, Justiz äh, mit Lena Gerke äh, liiert anscheinend. Und, ähm, ja, äh, gut. Mein Ma Maestro hat jetzt irgendwas gesagt ich über gesagt, ihn. Wir haben nichts gegen einzelne Ausländer. Wir haben was eher gegen den Staat. Wir haben... Ja, okay, also Maestro hat anscheinend auch ein Video zu ihm gemacht. Ich äh, weiß jetzt nicht. Ähm, ich finde jetzt auch nicht immer alle Videos gut von Maestro, aber ich vermute mal, dass er das Video ganz ordentlich war. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich schaue es mir mal privat an. Wenn es gut war, dann äh, verlinke ich das. Und ihr seht auch hier, dass der Junge halt immer mehr und mehr Aufmerksamkeit kriegt. Ja, dass er immer mehr und mehr eine Gefolgschaft gewinnt, sogar teilweise. Ne? Also, dass er sozusagen daraus seinen Nutzen zieht. Ja, dass er mittlerweile sogar vielleicht Leute dann zu sich lockt. Ne? Wie, was, was weiß ich auch, so ein. So ein Sherry Ibrahim oder ein Pierre Vogel, ja, mittlerweile <laughs> Steven Feldmann. Was, was, was gibt es denn hier teilweise äh, für, für äh, äh, Kommentare hier? Ja, sehr stra strammer Typ. Schön, dass ihr euch äh, versteht. Strammer Typ. Ähm oder hier, wer jemanden den Mund verbietet, beweist nicht, dass er Unrecht hat, sondern dass er sich fürchtet, <laughs> was, was er zu sagen hat. So, also halt nach dem Motto, so ja, man muss mit diesen Leuten in den Diskurs gehen, man muss denen eine ähm, Plattform geben. Oder hier, jeder Kenneck ist stolz auf seine Herkunft. Steven ist es halt auch klar man kann ja stolz sein man kann ja ähm, sage ich mal natürlich auch ähm, an sich ähm, halt natürlich stolz sein oder zeigen auch wo man herkommt natürlich alles im gewissen Rahmen aber wenn das jetzt im Rahmen von irgendwie äh, Diskriminierung ist Nationalsozialismus oder auch keine Ahnung wie zum Beispiel bei bei manchen Türken wie graue Wölfe oder so dann ist das halt einfach ähm, so übertrieben und Extremismus so und stolz sein heißt ja nicht gleich dass man Leute irgendwie ähm, irgendwie äh, ausschließen muss und hier seht ihr es halt eben, dass halt Leute sagen hier, ich finde seine Gesinnung nicht gut, aber ich feiere den Typen und das ist halt das Problem, dass dann Leute halt vielleicht auch auf ihn reinfallen, ja, dass er vielleicht die Leute auch manipuliert so und dann sozusagen so und sage ich mal Double Face hat, wie zum Beispiel was weiß ich ein Aquarium Ak oder andere Leute, die vielleicht auf TikTok irgendwie so tun, als ob sie irgendwie euch versuchen irgendwie den Islam oder so näher zu bringen oder aber dann immer unterschwellig immer ähm, auch teilweise an Hetzen sind ja oder auch auf anderen Plattformen ja ihr seht es jetzt auch hier zum Beispiel Steven Feldmann ja er würde sich gerne mit äh, Pierre Vogel unterhalten so äh. ja eben das ist halt auch das Ding dass halt Extremisten es für mich meiner Meinung nach es gibt keinen Unterschied auch zwischen Extremisten okay klar natürlich ist nicht alles dasselbe und kann sein das eine ist vielleicht gefährlicher als das andere aber meiner Meinung nach sind halt alle Extremisten einfach am Ende des Tages halt derselbe Schmutz und es ist halt dasselbe einfach schmutzhassende Gedankengut, wie zum Beispiel auch beim Vier Vogel, der ja, zum Beispiel auch, ähm, soweit ich ähm, mal gesehen habe, auch zum Beispiel irgendwie den Völkermord an den Jesiden leugnet oder solche Sachen und äh, hier, keine Ahnung, schrei was schreiben die Leute, <laughs> konvertiert kom zum Islam. <laughs> ja gut, dann äh, vielleicht nicht mit Pier Vogel, so, ne? Wie gesagt, aber Pier Vogel zum Beispiel ist halt auch ein wirklich extremistischer Typ, und das ist ja auch das Ding, dass Extremisten sich auch sehr, sehr gerne anziehen, also es ist ja so, dass oft Extremisten vom einen zum anderen Extrem einfach rüberschwappen, wisst ihr, wie ich meine, also zum Beispiel, dass vielleicht jemand ein Nazi ist, und dann irgendwie, äh, keine Ahnung, auf einmal, keine Ahnung, beim IS ist oder so, kann auch sein, ne, weil diese Leute halt an sich einfach von Hass geprägt sind, wisst ihr, wie ich meine, und... Die suchen immer Feinde, wisst ihr, wie ich meine? Also auch teilweise, wenn die irgendwas abgelegt haben. Ich sag nicht, dass alle so sind, ne? Oder ich sag nicht, dass jetzt äh, jeder, der irgendwie vielleicht Nazi war und zum Islam kommentiert ist, jetzt so, so ist, ne? Es gibt auch viele, die zum Beispiel in der Religion ihren Frieden gefunden haben, so, ne? Es, das ist ja sehr gut, wenn man, sag ich mal, in der Religion seinen Halt findet und, ähm, sag ich mal, da dann seinen Frieden findet, ne? Zum Beispiel, Charo war ja auch früher kriminell unterwegs, hat dann zum Beispiel auch besonders in der Religion seinen Frieden gefunden. Ich glaube zum Beispiel auch Leute wie Charo haben zum Beispiel auch ihr Gedanken gut abgelegt, so, äh, ganz klar haben in der Religion den Frieden gefunden und so sollte es auch sein. Und am Ende des Tages ist halt auch Pierre Vogel einfach irgendein ein extremistischer Dude, halt, der halt dann auch einfach ähm, halt versucht über, sage ich mal, Religion dann seine extremistischen Tendenzen halt einfach äh, rüberzubringen, indem er, sage ich mal, so tut, als ob er irgendwie so ein Gelehrter ist, der irgendwie versucht, einfach nur die Religion näher zu bringen, aber dann hat, wie gesagt seine... Extremistischen Tendenzen einfach aus ihm rauskommen. Ne? Das Ding ist auch hier zum Beispiel auch ein Manuelsen, so, der ja auch eigentlich äh, zum Beispiel auch schwarz ist, ne, der ja auch sehr, sehr multikulti aufgewachsen ist, ne? Bei deutschen Eltern, ja, er ist ja ein Afrodeutscher, so, so, ähm, hat auch viele muslimische Freunde, ist ja auch deswegen zum Islam konvertiert. Und ihr, ähm, zum Beispiel hier hat er dann äh, einen Talk gemacht, ähm, hat ein Statement dazu gemacht, und ähm, ja. Hat ihn dann auch ein bisschen ähm, äh, verteidigt, äh, wisst ihr wie ich meine? Oder auch hier, äh, wo war das jetzt? Hab ich hier, genau hier. Hat er auch ein, ein neues äh, Statement gemacht, wo er dann irgendwie sagt, hier, wir werden es weiter versuchen mit den Neonazi. So, wo, wo, wo ich halt auch so denke: so Ey, was wollt ihr mit diesem Typen? Warum gebt ihr ihm eine Plattform? Ja, wir werden auch äh, vielleicht noch ein Video machen, wo ich dann über Sherry Ibrahim rede. Ähm, aber das ist halt das Ding, was wollt ihr von diesen Typen? Warum wollt ihr unbedingt mit ihm reden? Warum wollt ihr unbedingt mit ihm in den Diskurs? Also, warum müsst ihr ihm irgendwie unbedingt versuchen, ihn, ihn zu überzeugen oder so? Wisst ihr, wie ich meine? So, also, ich weiß nicht, worum es geht, ob es darum geht, ihn irgendwie zu überzeugen, dass er falsch liegt oder so. Aber solche Leute, Leute sind halt schon in so einem Extremist extremistischen Spektrum einfach drin, dass es halt ähm, sehr, sehr schwer ist. Und, ähm, am Ende des Tages, ähm, wie gesagt, äh, <laughs> seht ihr hier, ähm, dass er äh, halt einfach, ja, nicht ernst genommen wird, also verharmlos wird. Zum Beispiel hier, ja, er macht keinen rassistischen Eindruck. So, dass halt Leute ihn halt einfach dann zum Beispiel verharmlosen und dann einfach ihn in seine Videos reinholen. Wahrscheinlich auch, weil es Klicks bringt, ne? Klar. Gut, so ein Sherry Ibrahim und so ist ja auch auf TikTok in aller Munde. Bringt auch Klicks so am Ende des Tages. Aber, wie gesagt, zu welchem Preis, wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt das Ding, dass jetzt zum Beispiel in Steven Feldmann jetzt zum Beispiel seine 4000 Follower hat, die auch gut aktiv sind, ne? Ihr seht auch hier in den Kommentaren, wo Leute dann ihn auch loben, sagen, ja, äh, hier, ich denke, durch Austausch kommt man sich näher, man kann sich verstehen, ja. Also, wa was will man da verstehen? Also, <laughs> was will man bei einem Neonazi verstehen? So, wisst ihr, wie ich meine? Oder bei einem, keine Ahnung, jetzt, wenn man jetzt auch anders übertragen, bei einem grauen Wolf oder. Äh, keine Ahnung, der irgendwie denkt, seine Rasse in Anführungsstrichen sei irgendwie, irgendwie die bessere und äh, was weiß ich was. Und das Ding ist halt, ähm, natürlich, das ist halt das Problem, dass Leute sich halt dann durch sowas blenden lassen oder durch äh, so, ein, so eine Sache bei Manuelsen, dass sie sich halt einfach dadurch halt einfach blenden lassen und dann halt einfach denken, ah, macht einen sympathischen Eindruck, ah, okay, ey, so, so schlimm ist er nicht. Oder vielleicht denken, ja, okay, der hat vielleicht ein paar ähm, schlechte Erfahrungen gemacht. Aber solche Leute wie halt zum Beispiel ein, ähm, so ein Steven, ja, sind einfach komplett realitätsfern, weil sie halt einfach auch komplett realitätsferne Gedanken haben. Ja, genauso wie ein Sheikh Ibrahim, der keine Ahnung, was weiß ich was, will, dass alle Frauen hier voll verschleiert rumlaufen, und man denen nicht die Hand gibt. Oder keine Ahnung, auch ein Steven, der irgendwie alle Ausländer rausschmeißen will. So, was sind das denn für dumme Gedanken? So, abgesehen davon, dass Leute wie Steven halt auch nicht wirklich irgendwie sorgen dafür, dass es halt besser wird, ne, wenn man jetzt sagt, okay, ja, wir haben Integrationsprobleme und so, ne, ich sag ja jetzt nicht, dass man manche Sachen nicht ansprechen soll, ne, zum Beispiel, dass es vielleicht ein bisschen Probleme gibt, so, ähm, so da kann man vielleicht auch drüber reden, so, aber das ist ja nicht das, was er jetzt äh, sagt, er ist ja das äh, komplette Extrem. Ich sage jetzt nicht so, dass es keine Probleme gibt oder so bei der Integration oder dass es äh, alles einfach ist, aber man darf es nicht sich nicht einfach zu einfach machen und dann irgendwie sagen, ja, okay alle Ausländer irgendwie, keine Ahnung, müssen wir dann mit einem Bus zum Flughafen eskortieren und die alle irgendwie ähm, nach Hause fliegen und deswegen finde ich halt auch so einen Diskurs mit solchen Leuten halt einfach, einfach übel, übel dumm halt, also mit ähm, jetzt Leuten wie ihn und dass sich halt dann Leute blenden lassen, so wie zum Beispiel irgendein Aquarium oder so, der da halt dann einfach seine extremistischen äh, Tendenzen, ja, wir können jetzt äh, auch mal äh, seinen Kanal kurz zeigen, ja, Aquarium ist ja auch so einer, so ein äh, iranischer Propagandist, Baerbock setzt sich für Terrorführer, ach, nee, Digga, oh mein Gott, ich weiß schon, was das für ein Video sein ist wird, aber hier seht ihr es auf jeden Fall, dass er halt, sag ich mal, unter dem Deckmantel von irgendwie, äh, so, ja, keine Ahnung, ähm, sag ich mal, dass er halt einfach nur so, ein äh, sich halt sympathisch darstellt und dann halt solche Sachen dann halt macht, so, sag ich mal, so, sag ich mal, ähm, islamistische Propaganda halt verbreitet, beziehungsweise ein iranischer Propagandist ist, ne, ein, ähm, ja, iranischer, ähm, ja, Propagand. Jetzt ja hier, das ist ja ein Iran-Sympathisant. Äh, ja, natürlich auch ähm, antisemitisch unterwegs. Ähm, wie gesagt, ich werde auch über ihn vielleicht ein Video machen, auch auf ihn eingehen. Und so einer ist halt auch Steven Feldmann dann im Endeffekt. Nur dass er sich halt eher offen dazu bekennt. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist dass er sich halt offen dafür bekennt, der andere macht es halt eher unterschwellig. Und das ist halt das Problem, Leute. Schaut nicht, wie die Leute auf euch rüberkommen, sondern schaut drauf, was sie sagen, was ihr Inhalt ist. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Egal, ob irgendein Typ sich, äh, was weiß ich, als, äh, keine Ahnung, auch ein, auch ein Typ, der sich als total lieber Typ ausgibt, kann halt auch am Ende des Tages vielleicht sogar noch schlimmer sein als äh, ein bekennender Neonazi und das Ganze unterschwellig halt vermitteln. Genauso wie er es halt... Macht so, ne? Oder wie er rüberkommt so. Ich sag jetzt auch vielleicht nicht, dass er unbedingt, ähm, wie soll ich sagen, jetzt ein Mensch ist, der jetzt, sage ich mal, Gewalt anwenden würde, etc. pp so. Oder. Aber im Endeffekt vertritt er halt einfach Ansichten, die nicht zu freiheitlich-demokratischen Grundordnungen passen, meiner Meinung nach, und sollte auch nicht unterstützt werden. Und das war jetzt so das, was ich sagen wollte. Dass einfach Leute, die einfach an sich, wie gesagt, einfach Tendenzen haben. Wo man sich denken würde, ey, what the fuck, so der Typ ist Nazi, irgendwie doch sich Sympathiepunkte erhaschen können und dann irgendwie doch trotzdem wachsen können. Obwohl jetzt so für meinen Teil ich mir auch dachte, so, ey, so Nazi-Bro, so, die werden ja alle denken, der ist irgendwie komplett gestört oder so. Und irgendwie sich so denken, what the fuck, was ist das für ein Typ, wenn man jetzt an so einen Nazi denkt. Das Problem ist halt aber auch, dass er natürlich nicht so das typische Nazi-Image hat mit irgendwie, keine Ahnung, so Skinhead, Bomberjacke und so. Und das ist halt vielleicht auch das Ding, dass Leute, dass er halt vielleicht ein bisschen so sympathischer rüberkommt, und Leute sich denken, nee, komm, das komm, so schlimm ist er doch nicht, so lass ihm eine Chance geben, aber ähm, meiner Meinung nach einfach komplett schwachsinn. Was sagt ihr dazu? Findet ihr man sollte mit ihm reden, findet ihr man sollte ihm eine Chance geben oder ähm, findet ihr einfach so ey, ähm, auch komplett komplett nicht so so, 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 so lass den Typen einfach in der Ir Irrelevanz versinken. Was sagt ihr damit? Wir können auch ähm, nächstes Mal über Shaker Ibrahim reden. Ich möchte auch so ein bisschen, sage ich mal, über diese, sage ich mal, ähm, extremistischen Leute reden und möchte euch einfach mal zeigen, dass man diese nicht verharmlosen soll. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Checkt auf jeden Fall mein Twitch ab, mein Discord, mein Insta. Ihr könnt mir gerne schreiben, ähm, haut rein und ciao.